So Leute, weiter geht's mit Cave. Ja, wir sind direkt am Höhleneingang. Nee, wollte ich doch gar nicht. Well, that was a close one. It does bode well for our intrepid spelunkers that they navigated that maze of intrigue. I have high hopes for this group, much better than the last. I think they may still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. Ja, das ist richtig. Die war vorher aber netter, die Höhle. Und schon geht's los mit den Rätseln. Und schauen wir einfach mal darüber. Ja. Ah, und wir haben mal gleich den richtigen verwendet. Eine Gelegenheit. Oh, oh, oh. Da ist aber der, das ist, ja, hier. Freunde. Als Ritter ausgeben. Das geht aber nicht. Ich bin da gespannt, wo wir die Fähigkeiten nochmal einsetzen können. Ja. Das können wir eigentlich hier so durchziehen, wobei ich noch nicht weiß, wofür. Tun wir uns mal den Mönch runter. Das wollte ich nicht. Aber was sollte mir das bringen? Ganz ehrlich, ich wüsste jetzt irgendwie nicht. Nee. Nein. Ja. So geht's. So, und ihr seht schon unten da die Lichter. So, alle drei Charaktere müssen dann hier auf der Plattform stehen. Ah. Höhlentour. Schauen wir da ein bisschen im Wasser, ob es da irgendwie was abzustauben gibt. Some say chivalry is a trait that cannot be learned. It is a quality you are born with. That may or may not be true, but what is true is you can't steal it. Ja. It's a lesson our brave knight friend is about to learn, or a lesson we hope he is about to learn before anyone else gets hurt, or maimed, or killed, or eaten alive. Forget I said eaten alive. Spoilers! Mann. Wirklich? Tolle Höhlentür. Auch absolut nicht gefährlich. Gut, dass man die tollen AGB, die überhaupt nicht uns in die Knechtschaft treiben, da gegenüber der Höhlen-Ink unterzeichnet oder akzeptiert haben. Unterzeichnet habe ich gar nichts. Feuer! Ein Banner! Heiße Flamme! Was ist da der Unterschied zu Feuer? Hallo? Drauf. So. Ja, da sind wir mal nicht weitergekommen. Darüber geht's auch. Tut sich aber auch nicht. Ja,
Ah ne, wir müssen auf jeden Fall da runter. Schauen wir mal mit den anderen Charakteren nach. Vielleicht gibt es ja da wieder irgendwas, was einstürzt oder so, wenn man sie da zu dritt draufstellt. Das schaut eigentlich alles recht robust aus, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, Leute. An der Stelle mache ich dann Schluss und das nächste Mal weiter. Also, wir sehen uns das nächste Mal. See ya!